Phil Dow, die Startnummer 333, hat gestern den ersten Wertungslauf hier in Wackersdorf gewinnen können und steht ganz vorne in der Startreihe. Neben ihm rollt an den Start mit der 318 Sebastian Estner. Dirk Laurent Seyfried, die Startnummer 339, dann zusammen mit Philipp Walsdorf, der 365 in der zweiten Startreihe. In der dritten Startreihe, da hatte sich am Vorstart aufgebaut mit der 331 André Walter und die 302 Simon Vogthofer. Tamino Bergmeier mit der 377 und Matthias Lund mit der 316 dann in Startreihe 4. Die fünfte Startreihe, die bildet sich aus Dennis Siemens, der 369 und der 313 Nick Worm. Luca Kaufold, die 305, rollt ebenso aus der sechsten Startreihe heran wie Martin Mahler mit der 319. Die 398 gehört Mika Freialtenhofen und er teilt sich die siebte Startreihe mit Finn Albig, der 310. Nick Noel Müller, die 322 und Waldemar Eriksen, die 326 in Startreihe 8. Und aus der neunten Startreihe kommt an den Start Danny Bernd, die 383 und Selina Schleicher, die 327. Titus Shanghai Schmiedli, die 388 und Henry Jung, die 340 bilden Startreihe 10. Und die elfte Startreihe, das ist Michael Tigelsen, die 309 und Maximilian Krupper, die 321. Lagim Ali, die 323 und Louis-Laurin Speck, die 311, dann in Startreihe 12. Auch hier kurz der Blick, bevor es losgeht, auf den Meisterschaftsstand vor diesem Lauf. Dirk Laurent Seyfried, er führt, hat 194 Punkte auf seinem Konto und Phil Dorr, der hat 191 Punkte. Drei Punkte zwischen diesen beiden und jetzt gehen die Lichter aus, das heißt Start ist freigegeben, Phil Dörr ist sofort in Führung und hinter ihm hat sich Dirk Laurent Seyfried bereits reingefahren, festgesetzt. In diesem Augenblick geht auf Platz 2. Ja, der wird jetzt den Phil Dörr nicht mehr aus den Augen lassen in diesen nächsten 12 Minuten und eine Runde und dann im hinteren Feld kurze Kollision. Alle Fahrer fit, aber können sie das Rennen noch aufnehmen? Nein, einer bleibt dabei auf der Strecke. Aber wir schauen uns mal das Klassement an. Denn Phil Dorr führt in diesem Rennen vor Dirk Laurent Seyfried. Das würde im Moment bedeuten, vor dem dritten Lauf ist der Phil Dorr Führender. Ist im Moment auf Meisterschaftskurs. Aber wie gesagt, da ist der Dirk Laurent Seyfried auf Platz 2. Da ist der Tamino, da ist der Sebastian Estner auf Platz 3. Tamino Bergmeier, der ist Dritter in der Meisterschaft mit 184 Punkten. 10 Punkte fehlen ihm eigentlich nach vorne, aber die holt er jetzt nicht ein. Der ist gerade auf Platz 5 erstmal unterwegs. Und Seyfried kann nicht ganz bei Phil Dorr mithalten. In dieser Runde verliert so ein bisschen den Anschluss und der Sebastian Estner geht an ihm vorbei auf Platz 2. Jetzt haben wir vorne eine Vierergruppe mit Dorr, Estner, Seyfried und André Walter ebenfalls noch mit dabei. André Walter, der ist Vierter in der Meisterschaft mit 171 Punkten. Na, er könnte vielleicht da auch noch mal ein Wörtchen mitreden, wenn es um die Treppchenplätze 2 und 3 geht. Aber im Moment sieht es nicht danach aus. Im Moment konzentrieren wir uns ganz auf diesen Zweikampf zwischen Dorr und Seyfried. Dieses Fernduell, das im Moment für Phil Dorr spricht.
Auf Platz 3 Dirk Lauren-Zeitfried. Und er muss aufpassen, dass er diesen dritten Platz gegenüber André Walter halten kann. André Walter hat schon mal die ersten Anstalten gemacht. Vorne der Angriff jetzt von Sebastian Estner auf den Phil Dörr. Und dann ist Estner vorbei, ist in Führung gegangen. Also wieder eine ganz neue Rechnung, die wir hier aufmachen müssen. Wie gesagt, Dörr muss 4 Punkte mehr reinfahren als Dirk Lauren-Zeitfried. Dann geht er als Führender in den dritten Lauf. Und Sebastian Estner mit bester Rundenzeit. 52, 1, 2, 3 für den jetzt Führenden. Ja, der Sebastian Estner, der war nach Genk und Hahn, nach diesen beiden Veranstaltungen vorne in der Meisterschaft. Und dann dieses Wochenende in Wittgenborn, das hat ihn natürlich weit zurückgeworfen, als er keinen einzigen Punkt gemacht hatte. Dann kam er zurück in Karpen mit einem Sieg und einem vierten Platz. Das hat ihn dann wieder ein bisschen näher an die Spitze herangebracht. Im Moment Sebastian Estner in der Meisterschaft Fünfter mit 159 Punkten. Und jetzt auch Tamino Bergmeier, der weiß natürlich, um was es geht. 51,963 Bestzeit gefahren in diesem Rennen. Fährt sich jetzt ran an André Walter. Auch Bergmeier will natürlich jetzt seinen dritten Platz verteidigen. Und er weiß, da muss er an André Walter einfach nur vorbeigehen. Dann hat er die besten Chancen, um da mitreden zu können. Vorne weiterhin das Dreierduell. Estner, Dörr, Seyfried. Das hat es natürlich jetzt so richtig noch in sich. Phil Dörr legt die neue Bestzeit vor. 51,945. Heißt, er ist mit viel Schwung in diese neue Runde gegangen. Aber kommt er mit diesem Schwung eigentlich so weit, dass er an Sebastian Estner auch vorbeifahren kann? Das ist natürlich jetzt die Frage. Und dahinter Tamino Bergmeier im Windschatten drin von André Walter. Jetzt versucht er es beim Zufahrt zum Sprunghügel an André Walter vorbeizugehen, sich hier den vierten Platz zu holen, um seinen dritten Platz noch einmal absichern zu können. Aber das klappt nicht. Da kommt er nicht vorbei. André Walter weiterhin auf Platz 4. Aber das ist jetzt eine muntere Vierergruppe. Da muss Bergmeier aufpassen, dass er nicht noch Plätze verliert. Und das tut er jetzt auch. Da ist der Dennis Siemens noch mit drin. Da ist der Philipp Walsdorf noch mit drin. Während an der Spitze Sebastian Estner am Fighten ist um den Sieg, den er jetzt aber erstmal abgegeben hat, nämlich an den Phil Dörr, der ist vorbeigegangen. Und durch diese Lücke hat sich auch der Dirk Lauren-Zeitfried gedrückt. Estner damit auf Platz 3 unterwegs. Und jetzt haben wir natürlich das große Finale, denn 6 Minuten sind noch zu fahren, dann geht es in die letzte Runde. Und vorneweg ist der Phil Dörr, dahinter der Dirk Lauren-Zeitfried. Wenn es dabei bleibt, dann ist zwar vor Lauf 3 Phil Dörr in Führung gegangen. Der hat nämlich dann zwei Punkte mehr als Dirk Lauren-Zeitfried. Aber das heißt natürlich noch gar nichts, denn es gibt ja noch diesen dritten Lauf. Und da kann Seyfried wieder alles klar machen. Und die beiden würden aus der ersten Startreihe heraus an den Start gehen im nächsten Juniorenrennen. Heute Nachmittag 14.23 Uhr. Ja, spannender kann man das Ding nicht als Drehbuch schreiben, als wie die zwei das jetzt hier machen. Und Seyfried ist vorbei an Phil Dörr. Er ist jetzt in Führung. Sofort aber der Gegenangriff von Phil Dörr. Und von hinten schießt der Sebastian Estner nach vorne und übernimmt die Spitze. Ja, wenn zwei sich streiten, dann freut sich einfach der Dritte. Und in dem Fall ist das der Sebastian Estner, der sich hier ganz hervorragend vor der Steilkurve angebremst hat, reingebremst hat in die Lücke, die beide gerissen haben. Durch diese Aktion
Und jetzt also wieder Sebastian Estner in Führung. Aber auf Platz 2 Dirk Laurenz Seifried und auf Platz 3 Phil Dörr. Und das würde bedeuten, Seifried baut vor dem letzten Rennen seinen Vorsprung nochmal ein bisschen weiter aus in der Meisterschaft. Aber das Ganze sind 4 Punkte, die er dazu bekommt. Das heißt 7 Punkte Vorsprung für Seifried vor dem letzten Lauf. Die sind auch relativ schnell wieder weg. Das muss man schon so sagen. Denn für den ersten gibt es ja 25 Punkte, für den zweiten 20 und für den dritten 16 Punkte. Und bei so einer Konstellation, wie wir es jetzt haben, ist man ganz schnell auf Platz 3 und hat ganz schnell diese 7 Punkte aufgebraucht. Zwar würde Dirk Laurenz Seifried bei dieser Konstellation heute Nachmittag 14.23 Uhr dann von der ersten Startreihe heraus ins Rennen gehen. Aber nichtsdestotrotz steht hinter ihm immer noch Phil Dörr. Platz 4 in der Zwischenzeit klar an Dennis Siemens. André Walter Platz 5, Philipp Walsdorf auf Platz 6 und der Tamino Bergmeier zurückgefallen auf die 7. Position und damit schon wieder kritisch für Bergmeier, ob er den 3. Platz noch halten kann. Und Seifried jetzt mit Bestzeit 51,917 in der letzten Runde gefahren. Also wieder der meiste Schwung im ganzen Feld für Dirk Laurenz Seifried mit der Startnummer 339. Der 9. der Junioren aus dem letzten Jahr. Ja, macht er sich hier einen Tag vor seinem 14. Geburtstag noch ein riesiges Geburtstagsgeschenk mit dieser Meisterschaft. Ja, morgen feiert er, vielleicht feiert er auch gleich in seinen Geburtstag hinein, der Dirk Laurenz Seifried. Je nachdem natürlich, wie die ganze Sache ausgeht. Jetzt Phil Dörr mit Bestzeit unterwegs, 51,745. Also Phil Dörr jetzt mit der Bestzeit in diesem Rennen unterwegs. 2 Minuten und eine Runde vor Ende des Laufes. Die Verwarnungsflagge ist ebenfalls jetzt draußen. Da wird doch sehr hart noch gefightet. Die Startnummer 388 trifft Titus Schmiedli plus 5 Sekunden. Und Schmiedli, der fährt auf Platz 12 derzeit in diesem Rennen. Oh, Phil Dörr muss abreißen lassen, zumindest auf der Start- und Zielgeraden. Aber dann kommt er, geht nach innen in der Steilkurve, geht an beiden vorbei. Nein, kommt nicht vorbei, muss wieder auf Platz 3 sich im Innenraum einsortieren. Und Sebastian Estner weiterhin vorne, Dirk Laurenz Seifried auf Platz 2. Das war jetzt gerade eine Schrecksekunde für die beiden Führenden, für Estner und natürlich erst recht für Seifried. Als der Phil Dörr sich da reingebremst hatte in der Steilkurve und eigentlich schon vorbei war, aber dann hat er zu stark gebremst gehabt. Da hat er zu wenig Schwung, um hinten raus wieder beschleunigen zu können und dadurch wieder das alte Bild. Und die letzten beiden Runden brechen an in diesem Wertungslauf Nummer 2. Und wieder das alte Bild in der Steilkurve, wieder versucht, Phil Dörr vorbeizukommen. Das wäre natürlich ein dicker Hund, wenn Phil Dörr heute die Meisterschaft gewinnen kann und sein Bruder, der ist ja bei den Minis unterwegs ebenfalls, also da würde im Hause Dörr schon mal die doppelte Meisterschaft gefeiert werden können. Dörr geht vorbei an Seifried, kurz vor dem Sprunghügel, dann aber Seifried wieder früher auf dem Gaspedal und dadurch Seifried wieder auf Platz 2 zurückgekommen. Vorteil natürlich jetzt für Sebastian Estner. Estner hat jetzt einen kleinen Vorsprung zu den beiden herausgefahren und die letzte Runde beginnt bzw. hat begonnen. Und jetzt heißt es für
Seyfried das noch zu Ende zu bringen oder für Fülltor noch vorbeizugehen. Im Innenraum, beide nebeneinander und dann ist Fülltor wieder in Führung. Beziehungsweise auf Platz 2, nächste Kurve, wieder Seyfried vorne. Dann geht's raus, dann geht's auf diese Gegengerade, auf diese schnelle Gegengerade. Und da hat erfahrungsgemäß der Dirk Laurenz Seyfried mehr Luft. Da ist er immer ein bisschen schneller, aber in den engen Passagen, da ist der Fülltor der Bessere. Und jetzt letzte Chance für Fülltor bei der Zufahrt. Ab jetzt bleibt man einfach nur noch auf dem Gaspedal und da berühren sie sich leicht. Laurenz. Dirk Laurenz Seyfried und Fülltor kann sich gerade noch auf der Strecke halten und damit Dirk Laurenz Seyfried auf Platz 2 hinter Sebastian Estner. Fülltor wird Dritter, Dennis Siemens dann als Vierter, André Walter wird Fünfter, Philipp Walsdorf als Sechster im Ziel, Platz 7. In diesem Lauf geht an Martin Mahler, Matthias Lund als Achter, Waldemar Eriksen dann als Neunter, Mika Frey-Altenhofen als Zehnter, Titus Schmiedli als Elfter, Maximilian Grupper holt sich Platz 12 vor Nick Worm, der 13. wird, Luca Kaufhold dann als 14. im Ziel. Und auf Platz 15 in diesem Lauf hereingekommen, der Simon Vogthofer. Jo, war das jetzt eng, wow, war das jetzt spannend. Und das heißt, unbedingt die Junioren anschauen heute um 14.23 Uhr. Ja, und dann haben wir auch noch den Sebastian Estner bei Uwe Jäger im Interview.